am Boden bleiben und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Für Gockel Konstantin hat Schlafen keinen Sinn. Wir sollen uns sonst im Leben von Ulle im Busch erzählen. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Gockel Konstantin hat beide keinen Sinn. Wir sind in deiner Nähe und machen dein Gekrähe. Auweia, auweia, kiki, kiki, kiki. Auweia, auweia, kiki, kiki. Und dann haben wir den Jahrgang und so nach dem Ball reingeschnappt. Und wart ihr dann hin in der Ferien? Wir fahren nach Bilbern. Tschüss. Tschüss. Soll ich dich noch in den Kindergarten bringen? Ich gehe allein. Pass aber schön auf, ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. Hier, war abgebrochen. Meine Sachen packe ich selber, räum lieber ab. Ich muss los, mach die Haustür richtig zu. Ja. Dein Tornister ist nicht zu. Kuchen backen und der Papa repariert bei Schulze die Schweinestallmauer. Na und? Na, falls mal was ist. Was soll denn schon sein? Pass auf, dein Auto! Pass auf! Siehst du? Und du willst in die Schule. Will ich auch. Du hast mich gestört. Deshalb bin ich gestolpert. Wenn Mama kommt, krieg ich wieder geschimpft, weil ich auf meinen kleinen Bruder nicht aufpassen kann. Das mache ich selber. Meinetwegen. Ach, pass auf, Anna. Du wartest doch nur darauf, dass was passiert. Aber den Gefallen tue ich dir nicht, Emma. Doch, Anna. Tag, Thorsten. Tag. Na? Was hast du auf dem Herzen? Mal sehen. Na, Thorsten? Ich weiß noch nicht. Erst mal sehen.
Sonst noch was, Erna? Ja, ich brauche noch eine Tüte. Wird das bisschen Quark da? Ich habe keine Tüten mehr. Und ich bestell auch keine mehr. Und was ist das da? Das ist meine Tüte für alle Fälle. Also das ist doch eine Tüte für alle Fälle. Na, was willst du noch? Ich möchte... Weiter. Ich möchte in die Schule. In diesem Jahr. Thorsten, hey, weiter. So, in diesem Jahr schon. Ja, ich bin ein Kantkind. Ich brauche nicht in die Schule, aber ich kann, wenn ich will. Ja, nur was ist? Willst du nur, willst du nicht? Ich will. Ich will zur Schule. Na klar, was du willst, das kannst du auch. Na klar. Aber Glück gehabt. Auf dich muss man ja noch aufpassen. Weiter! Na komm doch, du brauchst doch keine Angst zu haben. Meinst du wirklich, wir sollten Thorsten jetzt schon in die Schule schicken? Warum denn nicht? Er will doch. Aber dann müsst ihr jeden Morgen früh raus. Müsst ihr still sitzen. Aufpassen. Ja, dann die Hausaufgaben. In der ersten Klasse ist das noch nicht so streng. Ich weiß nicht. Ich meine, Thorsten sollte noch ein Jahr in den Kindergarten gehen und spielen können. Aber da langweilt er sich doch schon so lange. Pack mal deine Schulhefte zusammen, Tiller, ja? Ich bin noch nicht fertig. Wenn die Schule wenigstens im Dorf wäre. Aber da ist die Fahrt mit dem Bus, jeden Morgen. Da ist morgens immer ein Mordsgedränge. Der Bus ist doch nicht so wichtig. Von wegen. Und wenn er das nicht schafft, willst du ihn dann jeden Morgen mit dem Auto zur Schule fahren? Ich muss doch schon um 7 Uhr aus dem Haus. Der Junge schafft das schon. Na, dann denk mal an die Busfahrt mit dem Schützenverein nach Hamburg. Wieso? Ja, wie der Thorsten, der Erna Wackernagel auf die Handtasche gekotzt hat. Wer ist hinterher bei der Hafenrundfahrt ganz grün im Gesicht gewesen? Aber gekotzt hab ich nicht. Naja. Also wenn du meinst, dass das mit dem Bus für Thorsten noch nichts ist, dann sollten wir uns das mit der Schule noch mal überlegen. Ja. Ich muss jetzt los.
wo ich doch nur einmal im Bus gekotzt habe. Sonst nie. Was hast du denn drin? Du kannst du ruhig rausnehmen, dann habe ich Kram gemacht. Der tut ja nichts. Ey, guck mal, der Kleine hat einen Frosch gefangen. Bring den Kleinen lieber in den Kindergarten, sonst verläuft er sich noch. Ich kann schon in die Schule gehen, wenn ich will, bin ich zu klein. Und kotzen muss ich auch nicht. Vielleicht habe ich ja vorhin mal nur gekotzt, weil ich zu viel Kuchen gegessen habe. Aber wenn ich nun doch kotzen muss. Wenn ich mir eine Tüte mitnehme, für alle Fälle. Du weißt doch so gut Bescheid, Tante Apfelboom. Weißt du auch, was eine Busfahrt nach Riefstadt kostet? Eine Mark hin, eine Mark zurück. Den ganzen zwei. Und für Kinder? Die Hälfte. Hin und zurück eine Mark. Sonst noch was? Ja. Ich brauche deine Tüte. Meine Tüte für alle Fälle? Die ist nicht zu verkaufen.
brauchst sie heute. Dringend. Gibst du sie mir? Bitte. Ungern. Das ist meine letzte. Ein Frosch. Sag mal, bitten den nicht schlecht, wenn ihr den so rumfliegen lässt? Also mich würdest du nicht in so einen Karton reinkriegen. Dem wird nicht schlecht. Linkskurve, Rechtskurve und Landung. Deine Reise ist hier zu Ende. Du bist ja ganz grün im Gesicht. Ist dir schlecht? Er kommt. Hörst du? Gar nicht so anzugucken. Ich fahre schon. Hier, eine Mark. Einmal hin und zurück. So, und ich bringe dich erstmal zurück, sonst kommst du mir nochmal unter die Räder. Was du willst, das kannst du. Raus. Mehr steht hin und zurück.
und lief der Schule hin und zurück. Du wirst doch nicht wieder. Mir macht das Fahren nichts. Hier, für alle Fälle.
Tante Apfelbogen. Tschüss, Thorsten. Tschüss. Tschüss. Ich will eine Tüte. Zurückgeben. Aber das ist doch... Deine Tüte für alle Fälle. Brauche ich nicht mehr. Da gibt's schon her. Für alle Fälle. Für Gockel Konstantin hat Fliegen keinen Sinn. Er muss am Boden bleiben und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Für Gockel Konstantin hat Schlafen keinen Sinn. Wir sollen uns sonst im Leben von Ulle im Busch erzählen. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Gockel Konstantin hat weinen keinen Sinn. Wir sind in deiner Nähe und machen dein Gekrähe. Auweia, auweia, kiki, kiki, kiki. Auweia, auweia, kiki, kiki. Und dann haben die Jahrenbau und so, haben da reingeschnappt. Und was ihr denn hängen hört? Wir fahren nach Böhmern. Tschüss. Tschüss. Ich muss doch in den Kindergarten bringen. Ich gehe allein. Pass aber schön auf, ja? Tschüss. Tschüss. Ich will eine Tüte. Zurückgeben. Aber das ist doch... Deine Tüte für alle Fälle. Brauche ich nicht mehr. Da gibt's schon her. Für alle Fälle. Für Gockel Konstantin hat Fliegen keinen Sinn. Er muss
treiben und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Für Gockel Konstantin hat Schlafen keinen Sinn. Wir sollen uns sonst im Leben von Ulle im Busch erzählen. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Auweia. Gockel Konstantin hat beide keinen Sinn. Wir sind in deiner Nähe und machen dein Gekrähe. Auweia, auweia, kiki, kiki, kiki. Auweia, auweia, kiki, kiki. Und dann haben wir die Jahrenbahn und so eine Handlage. Und fahrt ihr denn hin in der Ferien? Wir fahren nach Böhmern. Tschüss. Tschüss. Soll ich dich doch in den Kindergarten bringen? Ich gehe allein. Pass aber schön auf, ja? Tschüss. Tschüss. Ein Jahr in den Kindergarten gehen und spielen können. Aber da langweilt er sich doch schon so lange. Pack mal deine Schulhefte zusammen, Tiller, ja? Ich bin noch nicht fertig. Wenn die Schule wenigstens im Dorf wäre. Aber da ist die Fahrt mit dem Bus, jeden Morgen. Da ist morgens immer ein Mordsgedränge. Der Bus ist doch nicht so wichtig. Von wegen. Und wenn er das nicht schafft, willst du ihn dann jeden Morgen mit dem Auto zur Schule fahren? Ich muss doch schon um 7 Uhr aus dem Haus. Der Junge schafft das schon. Na, dann denk mal an die Busfahrt mit dem Schützenverein nach Hamburg. So. Ja, wie der Thorsten, der Erna Wackernagel auf die Handtasche gekotzt hat. Und wer ist hinterher bei der Hafenrundfahrt ganz grün im Gesicht gewesen? Aber gekotzt hab ich nicht. Naja. Also wenn du meinst, dass das mit dem Bus für Thorsten noch nichts ist, dann sollten wir uns das mit der Schule noch mal überlegen. Ja. Ich muss jetzt los. Ich doch nur einmal im Bus gekotzt habe. Sonst nie. Aber Peter, du bist so ein großer Junge, ja? Hey, guck dir mal
ich auch nicht. Habe ich ja vorhin mal nur gekotzt, weil ich zu viel Kuchen gegessen habe. Aber wenn ich nun doch kotzen muss. Wenn ich mir eine Tüte mitnehme, für alle Fälle. Du weißt doch so gut Bescheid, Tante Apfelboom. Weißt du auch, was eine Busfahrt nach Riefstadt kostet? Eine Mark hin, eine Mark zurück. Im Ganzen zwei. Und für Kinder? Die Hälfte. Hin und zurück eine Mark. Sonst noch was? Ja. Ich brauche deine Tüte. Meine Tüte für alle Fälle? Die ist nicht zu verkaufen. Ich brauche sie heute. Dringend. Gibst du sie mir? Bitte. Ungern. Das ist meine letzte. Frosch. Na? Was hast du auf dem Herzen? Och. Mal sehen. Na, Thorsten? Ich weiß noch nicht. Erst mal sehen. Sonst noch was, Erna? Ja, ich brauche noch eine Tüte. Für das bisschen Quark da? Ich habe keine Tüten mehr. Und ich bestell auch keine mehr. Und was ist das da? Das ist meine Tüte für alle Fälle. Also das ist doch eine Tüte für alle Fälle. Na, was willst du noch? Ich möchte. Na weiter. Ich möchte in die Schule. In diesem Jahr. Thorsten, hey, weiter. So, in diesem Jahr schon? Ja, ich bin ein Kantkind. Ich brauche nicht in die Schule, aber ich kann, wenn ich will. Ja, nur was ist? Willst du nur, willst du nicht? Ich will. Ich will zur Schule. Na klar, was du willst, das kannst du auch. Na klar. Thank you.
Hier, war abgebrochen. Meine Sachen packe ich selber, räum lieber ab. Ich muss los, mach die Haustür richtig zu. Ja. Dein Tornister ist nicht zu. Die Mama hilft beim Kuchen backen und der Papa repariert bei Schulze die Schweinestallmauer. Na und? Na, falls mal was ist. Was soll denn schon sein? Pass auf, dein Auto! Pass auf! Siehst du? Und du willst in die Schule. Will ich auch. Du hast mich gestört. Deshalb bin ich gestolpert. Wenn Mama kommt, krieg ich wieder geschimpft. Weil ich auf meinen kleinen Bruder nicht aufpassen kann. Das mache ich selber. Meinetwegen. Du wartest doch nur darauf, dass was passiert. Aber den Gefallen tue ich dir nicht, Emma. Ach, Anna. Tag, Thorsten. Tag. Na? Was hast du auf dem Herzen? Na, Thorsten? Ich weiß noch nicht. Erst mal sehen. Sonst noch was, Erna? Na, ich brauche noch eine Tüte. Wird das bisschen... So, und ich bringe dich erst mal zurück, sonst kommst du mir noch mal unter die Räder. Was du willst, das kannst du.
Beim ganzen Fußballspielen im Sport, was? Hat echt Bock gebracht. Morgen fällt Deutsch aus. Ein Glück. Aber dafür haben wir 2 Stunden Bio bei der Dirksen. Ich bin ja gespannt, ob sie wirklich einen Frosch mitbringen. Hör bloß auf, da wird mir wieder schlecht. Oh, mir ist ja so schlecht, Frau Dirksen. Aber Peter, du bist so ein großer Junge, ja? Hey, guck dir mal den Kleinen an. Ey, lass mich los. Komm, wir gehen. Was hast du denn drin? Den kannst du ruhig rausnehmen, den habe ich warm gemacht. Der tut dir nichts. Ey, guck mal, der Kleine hat einen Frosch gefangen. Bring den Kleinen lieber in den Kindergarten, sonst verläuft er sich noch. Wenn ich will, bin ich zu klein. Und kotzen muss ich auch nicht. Habe ich ja vorhin mal nur gekotzt, weil ich zu viel Kuchen gegessen habe. Aber wenn ich nun doch kotzen muss.